Ja, liebe Wacke-Fans, Wackestube, Wackestube, Wackestube. Liebe Wacke-Fans, herzlich willkommen zur 99. plus 3 Ausgabe. Stimmt. Ja. Und zur ersten Ausgabe in der Quarantäne. Auch aus der Quarantäne begrüßen euch wie gewohnt der Martin, grüß euch. Und der Felix. Jetzt werden sich ein paar gefinkelte Zuseher fragen, warum machen die 99 plus 3 Ausgabe, wenn doch die 99 plus 1 erst gewesen ist. Martin, stimmt. Kannst du uns kurz nacherzählen, warum das so ist? Naja, wir haben eigentlich vor, weiß ich nicht, einer Dreiviertelstunde, oder? So ungefähr, haben wir schon die 99 plus 2. Ausgabe mal aufgenommen. Aber wir haben sie nur noch in Fragmenten zur Verfügung sozusagen. Tja. Sagen wir mal so, es gibt eine Person, die seit Wochen gerne in der Wackerstube dabei wäre. Und just in dem Moment, wo wir über diese Person gesprochen haben, hat die Person via Skype angerufen. Ja, und das war nett. Es war super nett. Wir haben uns unterhalten mit dieser Person über die Zeit in der Quarantäne, wie man mit Kindern umgeht, wie man die beschäftigen kann. Da waren die Tipps übrigens, Brettspiele und in den Garten oder auf den Balkon gehen sofern vorhanden. Wir haben uns super toll unterhalten und ja, haben danach gesehen, die Aufnahme wurde in dem Augenblick, als der Anruf hereinkam, abgebrochen. In diesem Sinne, lieber Dr. Dom, aka Mr. Statuten, vielen Dank fürs Crashen unserer Stube. Irgendwie scheint das Universum nicht zu wollen, dass du vorkommst. Diesmal wäre er mit dabei gewesen und zwar geschlagen, ich glaube, 5 Minuten lang, oder? Haben wir ja, waren schon gute 3-4 Minuten, waren sicher, ja. Skype und ja, das Universum wollten das offensichtlich nicht. Jetzt haben wir uns entschieden, ja, die Plus-2-Ausgabe wird geschrottet. Wir fangen von vorne an. Du hast es entschieden eigentlich, ja. Ich hätte ja irgendwas zusammengeschneidert, aber das passt auch. Geht alles in Ordnung. Nein, ich finde das sehr schön. Da kann man was nacherzählen. Die indirekte Rede ist ein wunderbares Stilmittel. Aber stimmt. Martin, ich habe gesagt, wir machen es trotzdem gleich wie in der vorherigen Ausgabe. Wir erzählen ein wenig, warum die Stube heute so anders ist, von der Form her, warum ich die Kiese Kopfhörer trage und warum da hinten ein rotes Trikot mit der Nummer 10 hängt. Ganz genau so ist es, ja. Mit was magst du beginnen? Ja, davor haben wir mit dem Sport angefangen irgendwie. So wie immer, du hast gesagt, wir fangen immer. Ich bin ja schon ein bisschen im Schnitt drin gewesen, weißt du? Ja, jetzt ist alles geschrottet. Ja. Okay, fangen wir mit dem Sport an. Du bist unser Sportchef der Wackerstube. Magst du uns erzählen, Fußballer, was machen Fußballer in Zeiten von Corona und Quarantäne? Trainieren die Jungs oder wie läuft denn das? Ja, die trainieren schon, aber nicht im Mannschaftstraining, sondern einfach einzeln. Weil wir haben das letzte Woche schon gehabt in der Stube noch, als letzte Schicht. Aber einzeln stimmt ja nicht ganz. Ich beobachte einige Spieler, die mit ihren Freundinnen und Frauen zusammen wohnen. Da wird ja so Partner getrainiert. Ja. Nein, das aber nicht im Mannschaftsverbund, sagen wir so. Also im großen Mannschaftstraining, das nicht. Also diese Zweisamkeiten, das überlasse ich dann jedem anderen. Das ist ja alles wunderbar. Auf jeden Fall, wenn es um Fußballtraining geht und so weiter und so fort, dann ist es einmal ein bisschen ja, individueller angelegt, aber immerhin noch so, dass es geteilt wird mit der ganzen Welt, weil wie ihr alle wisst, zum Vierer jeden Tag oder bis jetzt in den letzten 3 Tagen haben wir immer ein Trainingsvideo zusammengestellt und gebracht und da haben die Jungs ihre Übungen gezeigt, die sie vom Athletiktrainer-Team so aufbekommen und haben genau, sie geteilt. Der Elias und der Dario schicken eben jeden Tag Trainingsübungen oder an die Spieler und die richtigen Übungen, die sie wirklich machen müssen, filmen sie und die stellen wir wieder zur Verfügung, damit die Wacker-Fans jetzt zu Hause sind, sie nachmachen können. Ganz genau so ist es, ja. Das haben wir in den letzten 3 Tagen gemacht, damit man immer ein bisschen fit bleibt, damit man sich ein bisschen ablenkt, ein bisschen ausbaut. Mal schauen, wie lange wir das jetzt noch so machen, ob wir in diesem Takt bleiben im täglichen oder ob wir es doch ein bisschen auflockern und ein bisschen in die Länge ziehen, weil wir auch ein bisschen länger in der Quarantäne sitzen. Das ist so. Bis 5. April gilt ja in Tirol die Quarantäne, das Quarantänegesetz ist wahrscheinlich, oder die Verordnung zumindest. Das heißt, wir müssen zu Hause bleiben. In der Bundesliga ist es ja nicht ganz klar, wie es ausschaut, wie es da weitergeht. Bundesliga ist es nicht ganz klar, da hat es gestern eine lange Sitzungen gegeben für die erste Liga, für die zweite Liga, wo man sich einmal eben darauf verständigt hat, dass man mal sicher bis Anfang Mai wartet. Ja. Und schaut, wie sich's entwickelt.
In der Bundesliga eben setzt man mal aus, bis Anfang Mai in der zweiten Liga mal auf unbestimmte Zeit. Da orientiert man sich natürlich an der oberen Liga, das ist ja ganz klar. Und dann wird man eben schauen. Im Prinzip gäbe es ja jetzt die Möglichkeit, dass man die Meisterschaft bis Juni verlängert. Aber das ist halt dann ein Rattenschwanz, der sich da hinten raus bildet. Es gibt viele Spieler, die haben nur bis Ende Mai ihren Vertrag. Was tun die in dem Fall? Was macht man mit Länderspielpausen? Was macht man vor allem dann, wenn man bis Juni spielt? Ja, was passiert dann ab Juli? Kann die Meisterschaft die neue pünktlich beginnen? Wenn nein, was passiert hinten aus? Nächstes Jahr ist die Europameisterschaft, die ist ja verschoben worden. Genau, ja. Es ist alles brutal eng und aus diesem Grund wird man wahrscheinlich auch diese Verzögerung jetzt einmal so gemacht haben, dass man alles genau prüfen kann, sich durchdenken kann, durchüberlegen kann. Aber ich glaube, allen ist eins wichtig, das ist möglichst schnelle Klarheit, weil das Ganze natürlich extrem wichtig ist für die Vereine, wie es wirtschaftlich weitergeht. Aber genau. Das ist auch irgendwo klar, ich glaube, das wird nicht die Bundesliga entscheiden, wie es da ausschaut, sondern wahrscheinlich die Bundesregierung, ob man wirklich Fußball spielen darf oder nicht. Aber das wird die Zeit zeigen. Das Wichtigste ist die Gesundheit des Menschen, die ist an oberster Stelle. Genau, du hast angesprochen, die Wirtschaftlichkeit, da wird jetzt natürlich auch viel drüber geredet. Ein paar österreichische Bundesligisten sind da ja doch sehr laut an die Medien gegangen. Und haben gesagt, Rapid Wien namentlich, kann man ruhig nennen. Oder? Genau, das ist der ersten Tag der Corona de facto ausgesperrt, sind die rausgeprescht mit, wir befürchten 6 Millionen Euro Schaden, bitte helft uns, die waren da die Ersten. Und ja, aber ich glaube im Hinterstübchen oder im Hinterkämmerchen rechnen alle, was verursacht diese Situation alles wirtschaftlich. Eben, ja. Und ich weiß, dass du viele Telefonkonferenzen hast derzeit. Das heißt, ihr macht euch sicherlich auch genug Gedanken und genug Szenarien, malt ihr euch aus oder plant sie, oder? Wie es weitergeht. Ja, klar. Ich meine, ganz offen gestanden, letzten Donnerstag, wo wir die letzte Wackerstube aufgenommen haben, damals noch nebeneinander sitzend, da war ja nicht abzusehen, was eine Woche später ist. Also, da haben wir alle damit nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Und da war sich keiner sicher, setzen wir jetzt mal zwei Runden aus oder mehr. Seit dem Wissen, dass es wahrscheinlich länger dauert und eben die Spiele jetzt mal bis Mai ausgesetzt sind, haben wir angefangen, verschiedene Szenarien zu errechnen, einmal zu schauen, was macht das mit uns. Weil Fakt ist, ein Spieltag ist für einen Fußballverein essentiell wichtig, nicht nur emotional, auch wirtschaftlich. Ja. Erstens einmal habe ich Einnahmen im Stadion, Ticketverkäufe, Catering, also Essen und Trinken. Ich habe natürlich auch die Sponsoren brauchen die Spiele, weil dort präsentieren die ihre Logos, ihre Namen. Und es ist einfach schwer, als Fußballverein Einnahmen zu generieren. Und da haben wir begonnen zu rechnen. Da kommt es uns zugute, dass wir seit einem Jahr schon im Krisenmodus sind. Mm, ja. Das heißt, wir haben letzten Sommer schon absolut low, also auf der niedrigsten, kleinsten Flamme geplant. Und das kommt uns jetzt zugute. Ich glaube, wenn man nach Deutschland schaut, da wurden wirklich die Vereine von einem riesengroßen, denen bricht vielleicht ein riesengroßer TV-Vertrag weg. Viele, viele Gelder, viele Spiele mit über 60, 70, 80.000 Zuschauern. Der trifft schon richtig, richtig hart. Da könnten wir glimpflich daraus hervorgehen. Und wenn ich ganz, ganz positiv denke, dann gehen wir vielleicht, das ist sicher das, wo wir uns auch dran gerade, wo wir hinarbeiten, in die Richtung, dass wir vielleicht sogar gesteigt rausgehen aus der ganzen Krisensituation, weil wir einfach da jetzt gewisse Vorteile haben, da wir halt schon seit einem Jahr im Krisenmodus sind. Das wäre natürlich extrem gut, ja. Also gesamtgesellschaftlich natürlich auch, der Verein und alles, dass wir da gut aussehen können. Ja, weil wir es gesagt haben, das war jetzt eigentlich das ganze Sportding, das steht einmal, aber wir haben ja schon, ja, seit dem Wochenende haben wir ja für den Verein, für die Fans ja auch schon, oder als Verein für die Fans und für die ganzen Interessierten, haben wir ja auch einige Sachen schon gestartet. Wir haben da jetzt nicht so viel Zeit gehabt, eigentlich uns großartig über Gedanken zu machen, was wir bringen, aber wir bringen einfach einmal nicht. Wir haben diese Wacker daheim Challenge ausgerufen, die ja, glaube ich, ganz gut funktioniert, derweil einmal fürs Erste. Definitiv. Und wir haben auch einen gewissen, ja, wir haben unseren Auftrag gegeben, nämlich wir nehmen unsere Rolle wahr mit einer, und die Verantwortung war, wir haben große Reichweiten und die Kanäle, die wir haben, die stellen wir zur Verfügung für Informationspolitik der Maßnahmen, die da gesetzt werden. Ja, normalerweise plant man eine Kampagne mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate. In dem Fall haben wir sehr schnell reagiert auf die neue Situation, oder? Und deswegen glaube ich, dass diese Kampagne gerade ja am Wachsen ist und wir haben ja schon einige neue Ideen, die wir nächste Woche ausrollen werden. Und für den Start, glaube ich, stehen wir schon mal ganz gut da. Uns war es wichtig, dass wir die Leute haben,
ein bisschen belohnen, die wirklich zu Hause bleiben, weil das ist das Allerwichtigste. Wir sind in einer Situation, da müssen wir auf uns selber schauen und dann auch auf andere schauen und unbedingt eben daheim bleiben. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. So können wir die Krise hoffentlich und diese Ansteckungsgefahr in den Griff bekommen. Und dann, wie eben gesagt, wir wollen die Leute unterstützen, die zu Hause bleiben. Deswegen diese Challenge, ich glaube, läuft bis Sonntag, oder? Haben wir sie festgelegt? Ja, bis Sonntag einmal, ja. Sonntag 11 Uhr. Kannst du noch mal kurz erklären, was man machen muss, um teilzunehmen? Man muss eigentlich nicht viel tun, außer einen Zettel in die Hand zu nehmen, draufschreiben, Wacker daheim und dann ein Bild machen und das posten. Genau, mit dem Hashtag Wacker daheim, damit wir euch finden. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, ein Abo fürs nächste Jahr zu gewinnen oder ein signiertes Trikot der Profimannschaft von diesem Jahr. Ganz genau. Genau, das ist unser Anreiz, unsere kleine Belohnung für die Daheimbleiber, eben weil es so wichtig ist. Und haben wir gesagt, und das Zweite, was wir angefangen haben, waren die Ersatzspieltage, weil uns blutet natürlich das Herz, unsere geliebten Spiele können nicht stattfinden. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass wenn jetzt zum Beispiel kommenden Sonntag um 10.30 Uhr wieder am Städten spielen würden, dass trotzdem in diesen 90 Minuten plus Halbzeitpause irgendwie Wacker sichtbar und spürbar sein sollte. Da haben wir schon ein paar Ideen, wie wir das zelebrieren könnten. Aber auch gerne, wenn ihr Ideen habt, liebe Zuschauer, Zuhörer, liebe Wackerianer, schickt uns eure Ideen. Wir hätten da so ein paar, die werden wir nächsten Tage mal rausschmeißen, wie wir das trotzdem feiern können und zelebrieren können. Ganz genau, ja. Wir haben generell ein paar Sachen noch in der Hinterhand, die noch in der Arbeit sind eigentlich, da wo wir uns selber noch überlegen müssen, was ist der gescheiteste Modus, aber es kämen sicherlich noch ein paar Dinge auf euch zu, wo wir euch brauchen erstens und wo wir uns auch ein bisschen den Lagerkoller quasi vorbeugen einmal oder das genau, mal so ein bisschen unterhalten. Mit dem Spiel gegen die Zeit haben wir schon gute Erfahrungen gemacht letztes Jahr. Warum nicht ein Spiel gegen die Langeweile oder gegen den Lagerkoller? Schauen wir mal, was wir uns also einfallen lassen. Unser Zettel, Brainstorming-Zettel wächst und wächst ja stündlich. Das werden wir sicher bis nächste Woche brauchen. Er wird richtig lang, ja, so ist es. Ja. Mal schauen, ja, wie es ausschaut. Es ist immer noch ein bisschen komisch, dass wir die gleiche Stube nochmal aufnehmen, Felix, weil ungefähr um die Zeit davor hat der Tom angerufen. Und, ja. Aber ja, das war schön, wenn wir mit dem Tom geplaudert haben. Falls sich die Leute fragen, warum ich diese Frisur trage, eben da man Tom jetzt wieder rausgeschmissen hat, ich hole zumindest eine Frisur rein in die Stube. Also, lieber Tom, diese Frisur ist ein Andenken an dich und an deinen Anruf, der leider Gottes irgendwo in den Weiten des Internets nicht aufgezeichnet wurde und verschollen ist. Man lernt immer dazu. Wir sind ja relativ neu, was Telefonkonferenzen anbelangt, weil normalerweise sitzen wir immer im Büro und reden einfach face-to-face so miteinander. Jetzt ist eine neue Situation und wir nehmen anders auf. Aber das bringt mir auch einen sehr, sehr guten Punkt, den wir in der 90 plus 2 Stube diskutiert haben. Ich glaube, so Zeiten wie die jetzigen, diese sehr speziellen Zeiten, ich glaube, da in Krisenzeiten zeigt sich der Charakter des Einzelnen und der Charakter von Organisationen, von Teams. Ja. Und ich glaube, gerade jetzt ist eben eine gewisse Ruhe wichtig, aber eine gewisse Flexibilität wichtig. Und wir haben uns da jetzt schon angepasst, oder? Ich glaube, die sich anpassen können, werden sicher da gestärkt hervorgehen. Und wir zwar, glaube ich, finde das ja super lustig, also die zu sehen am Bildschirm. Und wenn sogar ich Technik-Genie das hinkriege, dann hat das ja Zukunft. Dann ist immer gut. Dann haben wir ein Shooting. Aber wie gesagt, es ist, ja, wir probieren zumindest aus unserer eigenen Quarantäne trotzdem noch die Stube rauszubringen. Und wenn wir sie zweimal aufnehmen müssen, müssen wir sie halt zweimal aufnehmen, ist ja wurscht. Nicht? Genau, das, wenn jetzt das wieder nicht funktioniert hat, dann nehmen wir sie ja drittes Mal auf. Dann gibt es einfach was anderes. Weiß ich nicht. Dann machen wir irgendwas anderes. Alles für euch da draußen, die ja wissen wollt, wie es mit Wacker steht. Apropos Wacker steht, Martin, ich habe die 90 plus 2 Stube schon gefragt. Mhm. Wie geht es denn dir eigentlich so in der Quarantäne, so rein emotional, so von der Psyche her? Ja, witzig ist, weil ich meine Antwort von davor eigentlich gar nicht mehr weiß, deswegen beantworte ich es jetzt irgendwie, glaube ich, neu. Auf jeden Fall, nein, wie geht's? Ja, es ist ein bisschen, es ist schon ungewohnt und es ist ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist eine ganz eigene Situation natürlich. Ein bisschen unglücklich, oder? Sehr also, unglücklich, ja, finde ich schon. Und wenn du mir heute fragst, welcher Tag heute ist, muss ich sagen, ich glaube Donnerstag, weil wir die Wackerstube aufnehmen, aber irgendwie, die Woche ist ja anders als normal. Ganz anders, ja, ist ganz andere Geschichte. Aber es, naja, ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt hat schon oder sich noch daran gewöhnt, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber naja, es geht einmal so. Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn es eben, es geht noch ein bisschen, es geht noch ein paar Tage oder Wochen eigentlich, also ich weiß nicht, wie sich das entwickelt generell. Natürlich ist es da auch eine Geschichte,
wie du sagst, eine psychische Geschichte ist da natürlich schon auch dabei. Da müssen wir schon auch dahingehend aufpassen aufeinander. Ja. Da müssen wir auf uns schauen. Deswegen versuchen ja wir auf unseren Kanälen jetzt, obwohl der Fußball fällt, dann nicht auf Null zu gehen, sondern wirklich auch Unterhaltung zu bieten. Weil ich glaube, eine Prise Humor, eine gewisse Ruhe und eben Unterhaltung ist ja ganz, ganz wichtig, ob man sich die Zeit gut vertut. Aber, und das merke ich jetzt schon, in so Stressphasen, wie die letzten Monate gewesen sind beim Fußball, da sind ja ab und zu sogar soziale Aktivitäten fast schon lästig, so muss ich da hinlaufen zur Musikkapelle und da hinlaufen zum Fußball und selber spielen, meine. Und jetzt schätzt man die Sachen wieder, dass man die tun darf. Also das hat schon irgendwie alles so sehr für und wieder. Na, generell kann es auch einfach eine gute Sache sein, dass man einfach einmal ein bisschen Ohr schalten muss, ja. Es ist ein gewisses Müssen jetzt in dem Fall. Ja, und drauf kommt, was am Feld. Vielleicht fehlt ja ganz vielen Wakarianern, die jetzt nicht so häufig im Stadion waren, jetzt wirklich der Fußball, wo sie nicht gehen dürfen. Und kommen drauf, oh, die Liebe zum Fußball und zum Wacker ist noch da, die will ich jetzt mehr ausleben. Ja? So ist es, ganz genau so ist es, ja. Genau, die zwei Sachen habe ich noch ganz kurz, die ich gefragt habe, der Kopfhörer meiner ist, nein, es ist der meiner Frau, ist mir ganz wichtig zu betonen, weil er ist so brutal eng, ich kriege Schädelweh bei der zweiten Stufe. Genau, und dann war mir noch was wichtig, in der vorderen Stube, der nicht erschienen ist, habe ich den Günther Raffiner ja Andreas Raffiner genannt. Genau. Dafür mal Entschuldigung. Ich meine, hat eh niemand gehört, das aber das nochmal gemacht, aber das passt, ja. Ja, wie gesagt, Andreas Raffiner ist ein Name, der sich eingebrennt bei mir aus Studienzeiten noch. Lieber Günther, du hast mir gestern, das taugt mir eben voll, dass das Wacker daheim jetzt schon wieder. Wir geben immer so einen Anstoß und dann wächst es von selber. Und so wie es sein soll, cool. Ja. Der Günther hat ein sehr lustiges Video gestern online gestellt, seine eigene Challenge, sein eigenes Trainingsprogramm. Er hat ja eine Zipfelbierflasche mit der rechten Hand zehnmal so gehoben. Ja. Das ist sein Training. Heute soll man mit der linken Hand machen. Ist ja komisch aus, gell? Ja, öfter darfst du nicht tun, vor allem nicht, dann sagst du schon wie Chatroulette, was wir da tun. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Super. Ja, ich wollte gleich sagen, ich habe das vorher getan, zwar mit keiner Zipfelflasche, sondern mit der Cousine aus der Steiermark, mit einer Götzerflasche. Und vorher war sie noch voll, jetzt ist sie halb voll. Sehr gut. Weil Trinken ist wichtig, aber das ist der Beweis dafür, dass man, während wir aufnehmen, professionell sind und danach darf man ruhig im Feierabend was genießen. Ja, das stimmt absolut, ja. Beweis, dass wir vorher wirklich aufgenommen haben. Das, ja, wie gesagt, es gibt Fragmente, die könnten wir einblenden, aber die sind eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad, haben wir das jetzt eh schon wieder gemacht. Das, was hinten rausgekommen war, das ist, ja. Nein, es ist halt so, wie es ist. Es ist mit uns zwar immer spannend, Felix, das passt schon. Wir machen dann wieder andere Dinge. In dem Fall war Skype, da können wir zwar nichts dafür. Da können wir zwar nichts dafür. OBS aufnehmen können. Naja, haben wir noch ein Thema vergessen zuvor? Ich glaube nicht, oder? Na, unsere Jungs sind am Trainieren zu Hause. Das wird dabei so bleiben. Die Geschäftsstelle ist bis auf Weiteres zu und im Homeoffice, wie man sieht. Du in einem weißen Raum, in einem Raum mit Pflanzen im Hintergrund. Oh. Ja, genau. Ob die Bundesliga weitergeht, werden wir sehen, haben wir gesagt, oder? Da muss man sich das ganz genau anschauen. Wir hoffen auf völlige Klarheit, haben wir gehabt. Na, ich glaube, Wacker, da haben wir angekündigt. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? So ist es. Fällt dir was ein? Nein. Gut, dann zum Abschluss. Liebe Leute, bitte schaut auf euch, schaut aufeinander. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, auch wenn wir alle junge, fitte Menschen sind. Wir haben alle Eltern und Großeltern und Verwandte. Wir sind vielleicht in der Risikogruppe daheim. Also bitte, bitte, bleibt die nächsten Tage daheim, vertut euch die Zeit bestmöglich mit kreativen, tollen Sachen. Bitte lasst uns wissen, wenn wir was tun können für euch, wenn wir euch irgendwie versorgen können mit Infos und mit lustigen Geschichten, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Schaut aufeinander, bleibt daheim und in diesem Sinne schöne Woche und gute Nacht. Gute Nacht. Ah. Sehr gut gestartet. Ah, okay. Gut, starten wir von vorne, oder? Von ganz vorne. Ja, von ganz vorne.